Das ist jetzt auch ein Esslöffel Butter, oder? Die nachfolgende Sendung ist nicht für professionelle Köche geeignet. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge oder zum neuen Stream. Philipp kocht. Wir machen heute ein klassisches Putenfrikassee mit Champignons und Langkornreis. Das ist heute der Plan. Müssen wir anfangen in einem Topf Brühe gegebenenfalls. Was? In einem Topf Brühe gegebenenfalls anrühren und aufkochen. Gute waschen, Trockentupfen und in ca. 2 Minuten. Jetzt muss ich mal gucken, dass der kleine Topf ist. 1 Liter Gemüsebrühe brauchen wir. So. Wir brauchen einen Topf, was ist der Liter rein, da Gemüsebrühewürfel rein, gute waschen, Trockentupfen und in ca. 2,5 cm große Stücken würfeln. Das Trockentupfen wird wieder Hühnerfrikassee für 5 Leute, denke ich mal. 2,5 cm groß, weiß ich, schneide ich ab, das will ich nicht mit haben. Gute in der Brühe auf mittlerer Stufe ca. 3 mm, achso, das muss alles ins Ding rein. Vielleicht soll ich schon das ganze Fleisch machen, sondern erstmal aufs Rezept gucken, wie viel drin steht. Weil wenn da 1 Liter Brühe steht und ich jetzt hier 20 Kilo Fleisch reinhaue, funktioniert das irgendwie nicht. 600 Gramm Putenbrustfilet. Exakt 600 Gramm Putenbrustfilet. Also muss das alles dann da rein. Ich habe noch nie Hühnerfrikassee selber gemacht. Für Notfall, ich habe Fertiges da. Also ich könnte improvisieren. Sagen wir es einfach mal so. Doch, Fleisch ist was Schönes. So, dann schreiben wir das letzte 2 noch. So, haben wir das geschnitten. Und das muss kochen, ne? Aufkochen muss das. Ja, das ist nicht schlau, wenn wir dann den Deckel drauf machen. Kocht das dann nicht etwas schneller. Das muss dann alles rein, 3 Minuten mit drin. Dann müsste es Geflügelbrühe mit Salz und Pfeffer würzen und zum Abkühlen ebenfalls bereitstellen. Da war in einem Topf mit dem Reis mit ca. 700 ml Salzwasser aufkochen und auf deiner Stufe zugedeckt ca. 18 Minuten köcheln. Also brauchen wir 700 ml Salzwasser. Du bist ein Ding zu bedienen. So, eben für Salz 300 Gramm Langkornreis. Wie viel ist in der Packung drin? 500 Gramm. Auch nicht so viel Reis, oder? Gehen das nur auf. Ah, Ratz gekarrt. Machen wir hier ein bisschen Salz in den Topf rein. Und dann kommt der. Ah ne, dann muss das erst kochen, ne? Also schalten wir es an. Ich denke mal, E-Pack reicht. Notfall machen wir zwei rein. Also erstmal kochen lassen, dann Dings rein und fertig. Dann müssen wir Zwiebeln halbieren, schälen und fein würfeln. Dann nehmen wir das nächste Brett. Also hier würde ich sagen, wir hauen jetzt hier mal die Putenbrust rein. Scheiße, es läuft über, sehe ich jetzt schon drin. Drei Minuten ab jetzt. Nimm schon mal eine Zwiebel, schäle die schon mal. Das muss damit gemacht werden, halbieren, ne? Halbieren. Halbieren, schälen und feinwürfeln. Jetzt habe ich es schon mal falsch gemacht. Ich habe erst geschält. Dann halb durch. So, jetzt müssen wir das feinwürfeln. Ich bräuchte mal einen Teller für die Pute. Okay, das hat mit dem Feinwürfel funktioniert. Guck dich das an. Feiner als alles, was ich jemals zuvor gemacht habe. Absoluter Traum. Jetzt der Finger ab. Auf den Teller kommen dann die Putenbrust. Karotten waschen, schälen und ca. 0,5 cm große Würfel schneiden. Das Gute an den Karotten ist, die sind eigentlich schon so klein, die kannst du gleich so essen. Egal. So, wie sieht es hier aus? Oh, guck mal, Bude wird auch. Warten wir noch eine Minute. So, ich denke mal, das hier rüben können wir jetzt wieder trennen voneinander. Das Fleisch da ist eigentlich schon durch, wenn es da so lange drin ist? Nee, oder? Würde mich jetzt mal interessieren. Stück rausholen, auflegen, mal testen. Oh, das ist durch. So, jetzt müssen wir irgendwie das ganze Putenbrust da wieder rausholen. Dann haben wir eine Hühnergemüsebrühe. Auch nicht schlecht. So. Stelle ich das hier erstmal hinter. Flügelbrühe mit Salz und Pfeffer würzen und zum Abkühlen beiseite stellen. Also, Salz und Pfeffer würzen. Die Brühe. Brühe abschmecken. Was ist denn genau Frikassee? Na, Hühnerfrikassee. Schmeckt doch gut.
Dann stell es mal hinten auf den Tisch. Guck mal, das ist ja noch. Nicht hier. Nicht vergessen. Ja, der Reis, ja, rastet ja vorsichtig aus hier schon. Sieben habt ihr schöne Feinwürfeln. Haben wir gemacht. Dann brauchen eineinhalb Zwiebeln. Ach nee, wir brauchen zwei Zwiebeln. Scheiße. Und noch weitermachen hier. Ich hab vor dem Plan, hätte meine halbe Zwiebel geschält, aber ich brauche zwei Zwiebeln. Geht dann immer hier der Platz aus, weil ich würde es gerne auf dem Brett liegen lassen. Geht halt einfach hier der Platz aus. So, machen wir noch die zweite Zwiebel. Ja, jetzt sind wir zu fahr, zurückzukommen, weil es Frikassee ist. Das ist doch hier. So, das ist doch so. Also, das ist Hühnchen mit ein bisschen Gemüsescheiße drin und Reis halt. Und wie in so einer Art weißen Soße noch dazu. So, noch halbieren. Nicht im Auge reiben, weil es juckt. Nicht im Auge reiben. Jetzt gerade schon machen. So, haben wir die Zwiebel geschnitten. Erstmal hier. Wie schmeckt das? Ja, schmeckt. So, Karotten. Sind gewaschen. Schälen brauchen wir sie nicht. Aber so viel kleiner. Muss ich die glücklicherweise nicht schneiden. Wenn ich manche nicht sogar so lassen kann, einfach. Hat man halt doch was praktisch an sich, wenn man so kleine Karotten im Garten hat. Das stand im Rezept für zwei Karotten eigentlich, ne? Ja. Oder halt 20 kleine Karotten. So, gleich machen wir noch die Pilze. Vorher tun wir mal Zwiebeln schon mal Plastik anschwitzen. Aber wie viel Esslöffel Butter, was wollen die von mir? 4 Esslöffel Butter. Keine Ahnung, was bei den Esslöffeln ist. Jetzt mal einer, zwei, drei, vier. So, ich habe diesmal nicht volle Geschwindigkeit, wollte ich gerade schon sagen. Dings noch mal ein bisschen weniger. Holt den Reis hier raus, ne? Ich denke einfach mal, der ist gut. Oder noch nicht? Geht noch 5 Minuten. So, dann müssen wir die Pilze mal noch schnell machen. Hoch vorbereitet sind. Machen wir jetzt mal die Zwiebeln rein. Ja, die Zwiebeln rein. Dann haben wir das Brett frei. Glasig müssen die werden. Geben wir ein bisschen mehr Zeit, damit es so gut wird. Sammeln geben wir Küchenkrebssäubern je nach Größe Viertel und Achtel. Ich mag aber diesen Stiel unten nicht. Küchenkrebssäubern, jetzt will ich mal sehen, wie das funktioniert. 500 Gramm Champignons. Hier drin, 400 Gramm. Ich muss doch die ganzen Champignons machen. Jetzt kann man den Reis raus tun. So, wie sieht es hier an Fraktionen andünsten aus? Es wird, hoffe ich. Was soll ich mit den Champignons machen? Je nach Größe Vierteln und Achteln. So, für einen 20-Personen-Haushalt wirklich. Mal, wie voll der Topf ist, wenn es noch voller wird, hier ist schwach verrückt. Scheiben schneiden, la 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 la. Na ja, 4 Kilo hier, oder? Gut, so ein scheiß Pilz wiegt halt nichts, ne? Ja, der Reis reicht zumindest für eine Person. Für wie viele Personen wird das wieder? Fürs ganze Haus wird das. Anschließend mit Mehl bestäuben und kurz mitdünsten. Kann ich mal das Mehl rausholen? 2 Esslöffel Mehl. Philipp, du wirst zu professionell mit dem Kochen, aber vielleicht setzt du dich ja auch noch versehen auf die Brette, die so rausstehen. Die Pilze fliegen durch die Küche. Bam! Meinst du so? 1, 2. Also die Zwiebeln sind überhaupt nicht glasig. Also ich weiß halt nicht, was glasig ist mittlerweile. Kurz mit unserer ständigen Rühren Brühe und Sahne zu gießen. Also unsere Brühe haben wir da hinten. Sahne hole ich jetzt noch raus. Also war ohne, dass mir der Becher kaputt gegangen ist beim Ah, heiß! Die Herdplatte war ja an. Hab ich ganz vergessen. Scheiße. Hier hat gerade noch Reis gekocht auf der Platte. Und ich habe halt den Becher da drauf gestellt und die Hand unten aufgelegt. Ach, das Scheiße, unsere Zwiebeln brennt an. Unsere Zwiebel-Mehl-Mischung brennt an. So, das ist unsere Brühe. Und die Sahne. Und ich habe echt meinen Finger verbrannt, ne? Champignons, Karotten dazugeben. Das sind unsere Champignons und Karotten. Und damit werdet ihr sehen, dass der Topf gleich wieder voll ist. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal für richtig von oben an hier. So. Was mache ich ja eigentlich?
So eine Herdplatte wird auch so 200 Grad heiß, je nach Herd. Ja. Haben wir noch ein paar ganze Möhren rein. Und das soll jetzt 5 Minuten kochen. Also machen wir mal Deckel drauf, dann seht ihr noch nichts mehr. So, volle Bulle. Trockenschütteln und in feine Ringe schneiden. Okay, den Schnittlauch waschen, trockenschütteln. Wasche. Schüttel. Und da ist er, unser trockener Schnittlauch. Reisbeutel schneidet man ja normalerweise so auf. Gelernt, ich bin selber. Ein Esslöffel Butter hinzugeben. Oder auch 2 Gabelspitzen. Das Problem ist, also wenn ich jetzt einen Esslöffel nehme, ne? Hier ist jetzt ein Esslöffel. Ich kann den Esslöffel so voll mit Butter machen. Weißt du, was ich oben in Esslöffel kann? Das ist jetzt auch ein Esslöffel Butter, oder? Oder nicht? Das ist halt die Frage. Schauen wir mal den Reis, wie die Butter drin ist. Schauen wir mal ein bisschen um. Richtig geiler Reis ist halt richtig geil. Schauen wir mal kurz hier an unser Lieblingskochte. Ein bisschen rühren. Kann es irgendwie vom Boden abkratzen. Ich gehe die Pute mit Zitronensaft. Ne? Ich würze die Pute jetzt schon hier hin auf den Teller. Was soll ich eigentlich mit dem Schnittlauch machen? Ach, Zitrone waschen und halbieren. Ich habe ja eine richtige Zitrone gekauft. Zitrone waschen und halbieren. So. Ich würde einfach die Zitrone hier drüber auspressen. Keine Ahnung, was die wollten. Die Uni-Leute, die Zitronenfleisch gerne essen. Das ist eine Zitrone. Oh, irgendwie Zitrone ins Auge geschmiert. Warum ist brennt das jetzt so? Kann aber nur wahr sein. Da habe ich mir ins Auge gefasst, während ich noch Zwiebeln in der Hand hatte. Das kann nur sein. Oh, das ist ja grauenhaft. Aber ja, Blindkochen. Ach komm, leg mir am Arsch. So, gucken wir mal unseren schönen Topf rein. Das blubbert. Seht ihr das? Brennt immer mehr an. Jetzt kommt das Zeug direkt hier rein. Ist soweit. Einmal aufkochen, niedrige und mittlere Stufe, sogar 1 Minute warm rühren. Sieht aus wie Hühnerfrikassee, muss ich ehrlich sagen. Dann haue ich mir mal ein bisschen Reis auf meinen Teller drauf. Der Reis reicht doch für 2 Personen. Ich denke mal, man kann es ausmachen. So, dann tauchen wir mal aus. Riecht gut aus, Leute. Ihr habt heute nicht das bekommen, was ihr wolltet. Aus. Schaut es euch mal an. So sieht die heutige Hausbeute aus. Nein, ich kipp das nicht nach unten, ich kipp die Kamera nach unten. So, dann probieren wir das mal. Direkt hier am Ort. Probieren wir mal das Essen aus. Habt ihr es nicht gesehen, was da gerade passiert ist? So. Ja, wegen die Pilze. Und ein bisschen Fisch fest. Was die Möhren sagen. Die Möhren sind sowieso Premium, aber das liegt halt einfach an den geilen Kochenmöhren. So Fleisch, wenn wir ein größeres Stück probieren. Hm, sind trocken geworden. War gerade noch besser. Aber ich hab das. Ich hab gekleckert. Wenn wir mit Löffel essen, kann ich mich echt nicht beschweren. Schmeckt gut. Fleisch mit den Möhren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Tschüss.